Ja, das ist das Hauptproblem. Geld und Schulden sind identisch. Das verstehen die wenigsten. Das, was der eine als Schulden hat, ist auf der anderen Seite das Geld. Wenn ich mir einen Greenback, das ist der US-amerikanische Dollar, ansehe und drehe ihn um, dann steht auf der Rückseite, this note is legal tender for all debt, public and private. Oder zu Deutsch, dieser Zettel, den ich hier habe, ist gesetzliches Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlich-rechtlichen Schulden. Mit anderen Worten, dieser Geldschein symbolisiert eine Schuld und gleichzeitig ein Guthaben für denjenigen, der es jetzt eben nutzt, um es damit zur Zahlung einzusetzen. Das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass das Geld nicht den Gesetzen der Natur nachempfunden ist. Die Natur kennt so etwas eben halt nicht wie Schulden. Es gibt zum Beispiel keine Minuskartoffeln, aber wir kennen eben halt Schulden. Nehmen wir mal an die Situation 2008. Die Bankenkrise war groß und es hießen, die Banken müssen gerettet werden. Und Frau Merkel hat gesagt, wir müssen die Banken retten, weil die Banken kein Geld mehr haben. Und dann guckte sie in den Staatshaushalt und stellte damals fest, wir haben 2 Billionen Euro explizite Schulden. Das ist also nur der sichtbare Teil. Und jetzt greift sie in diesen Sack rein und holt nochmal 300 Milliarden raus und gibt sie den Banken. Jetzt frage ich mich, wie kann ich denn da noch was rausholen, wenn da schon Minus drin ist? Und das ist genau das Problem, was wir in der Natur nicht kennen. Wenn wir einen Raum haben, wo 5 Leute drin sind und 8 gehen raus, dann müssen 3 wieder reinkommen, dass der Raum leer ist. Das verursacht bei uns einen Knoten im Kopf, aber mit der Argumentation ist das gesamte Geldsystem aufgebaut und da wir es als normal empfinden, weil unsere Generation zum Beispiel in den Weltspartagen dann gewesen ist, im Oktober war das glaube ich immer jedes Jahr, da bekam man einen Stundenplan und einen Schreiber und einen Kugelschreiber und Radiergummi und was alles. Mhm. Und man hat das Gefühl gehabt, ach, das ist ja alles so toll, was die machen. Und dann fragt man gar nicht mehr, was steht da eigentlich hinter? Wenn man ein Geld hätte oder eine Währung hätte, die der Natur nachempfunden wäre, dann würde sie den Menschen dienen. Dadurch, dass wir das aber nicht haben, haben wir Menschen, die dem Geld dienen müssen. Und das muss verstanden werden. Aber unbegrenzten Reichtum darf es nicht geben. Es gab ja früher einmal, das haben die Menschen instinktiv gewusst, ein sogenanntes standesgemäßes Leben. Man lebte seinem Stand gemäß. Das heißt, da wusste man, ein Fürst lebte in seiner Villa, in seiner Burg, hatte Gefolge, wurde mit der Sänfte rumgeschleppt und er wusste ganz genau, das ist sein standesgemäßes Leben, voller Reichtum, was wir heute sagen würden. Standesgemäß heißt aber, man soll nicht unter seinem Stand leben, aber auch nicht über seinen Stand. Das heißt, wenn dieser Fürst diese Dimension erreicht hatte, war sein Stand erreicht. Das ist standesgemäß. Wir haben aber heute eine nach oben offene Richterskala des Reichtums. Wir haben Menschen, die also ein Reichtum nicht natürlich begrenzt und sagt, okay, kein Mensch braucht mehr, als dass er alles hat plus noch was drauf. Und wir haben mittlerweile eine Situation, dass diese Geldmengen sich dermaßen konzentrieren. Die Geldmenge hat ja eine bestimmte Größe, die sich im Umlauf befindet. Und wenn die sich immer mehr verteilt auf eine immer kleiner werdende Gruppe. Ich denke an meine Kindheit, 60er Jahre, da konnte ein Vater allein, oft war es der Vater, seiner Arbeit nachgehen, konnte seine Familie ernähren, konnte ein Haus bauen, konnte ein Auto finanzieren und einmal im Jahr in Urlaub fahren und den Kindern eine ordentliche Ausbildung. Seit dieser Zeit hat sich das Bruttoinlandsprodukt vervielfacht. Das heißt, es müsste uns vielfach besser gehen. Wir stellen aber fest, dass es heute nicht mehr möglich ist, dass der Mann arbeitet, die Frau noch arbeitet, manchmal sogar 2 Jobs haben und einen Kredit aufnehmen müssen, um das Studium des Kindes zu finanzieren. Jetzt frage ich mich, wo sind denn die Margen dieser Vervielfachung der Produktivität, die wir jetzt an Plus gemacht haben, seit der Zeit hin, wo sind die gelandet? Wir hatten seit 1913 eine Situation, dass der US-Dollar abgeschafft wurde und ersetzt wurde durch den Federal Reserve Dollar. Das ist nicht der US-Dollar. Die Amerikaner haben keine eigene Währung, sondern sie haben eine Fremdwährung, die sie nutzen müssen. Und das ist der Federal Reserve, eine private Währung. Und diese private Währung hat es geschafft über 2 Anläufe. Es gab schon mal Mitte der 20er Jahre den Anlauf über das britische Pfund, eine sogenannte
Pfundleitwährung zu machen. Die transatlantische Achse ist ja sehr verbunden. Da spielt das keine Rolle, ob das über USA oder über England direkt läuft. Das ist nicht das Relevante, sondern man hat versucht, eine Weltleitwährung aufzubauen. Das hat man nicht geschafft 1924, weil zu viele andere Staaten sich dagegen gewehrt haben. Das hat man dann eben halt geschafft in den 40er Jahren im Rahmen von Bretton Woods, wo man den US-Dollar an das Gold gekoppelt hat und alle anderen Währungen direkt an den Dollar gekoppelt, also indirekt an das Gold gekoppelt. Das ging eine gewisse Zeit lang gut. Wir hatten aber bis 1971 irgendwann die Problematik. Man wollte schon einmal dort beispielsweise eine Währungsschlange Anfang der 70er Jahre entwickeln, in Europa zum Beispiel. Italien, Frankreich, Spanien und so weiter, die wollten alle feste Wechselkurse auch untereinander haben mit der D-Mark. Und das ist relativ kurzerhand auseinandergeflogen, weil eine Wirtschaft auch immer mit den Mentalitäten der Menschen übereinstimmt. Der Spanier legt sich mittags gerne eine Stunde hin und macht Siesta. Und der Deutsche nimmt seine Herztablette und arbeitet lieber durch. Daraus entstehen unterschiedliche Effizienten in der Ökonomie. Und wenn ich die jetzt zusammenlege über eine einheitliche Währung, dann spiegelt diese Währung nicht mehr die Mentalität dieser Mentalität wider, sondern eben halt eine Mischung. Und da legt einer immer irgendwie drauf bei der Geschichte. Und ich glaube, eine Währung sollte wie ein Maßanzug passen. Ein kleiner Mensch braucht einen kleineren Anzug, ein großer, dicker Mensch braucht einen großen Anzug. Und genau so muss das sein. Wenn aber alle die Einheitsgröße bekommen, egal ob sie ein kleines Kind sind oder ein 2-Meter-Mann mit 200 Kilo, und alle bekommen den gleichen Anzug, die gleiche Größe, dann sieht man schon, welche Verwerfungen vorprogrammiert sind. Und deshalb ist ja auch 71 das US-Dollar-System insofern auseinandergeflogen mit der Goldwährung, weil die USA durch diese Führungsstruktur dieser Dollar-Leitwährung eigentlich nur noch wenig Emotionen hatte, selbst sehr produktiv zu sein. Und so haben viele Peripherieländer USA ökonomisch überholt und die USA fiel entwicklungstechnisch zurück, heute noch. Naja, ein Geldschein ist ein Schuldschein und ein Schuldschein, der wird ja dann spätestens zerrissen, wenn die Schuld getilgt ist. Wenn ich dir helfe, beispielsweise in deiner Wohnung einen Raum zu streichen und ich bin jetzt eine Stunde streiche ich dir deinen Raum, weil du umgezogen bist und du sagst, du willst es mir bezahlen und ich sage, ich will kein Geld von dir und dann sagst du mir, nein, ich lege aber Wert darauf und du schreibst mir einen kleinen Zettel. Lieber Andreas, hiermit schreibe ich dir eine Stunde meiner Arbeitszeit gut, wenn du sie mal brauchst. Du kannst sie jederzeit einlösen. Mhm. Dann habe ich diesen Zettel und weiß, okay, ich kann den jederzeit bei dir einlösen. Jetzt habe ich an irgendeinem Abend kein Bier mehr zu Hause und gehe zu meinem Nachbarn, der hat da noch einen Kasten Bier stehen und ich sage, kannst du mir den verkaufen? Und er sagt, du, pff, ja, okay, was gibst du mir dafür? Und dann sage ich, du kannst eine Stunde haben von dem Alex. Dann gebe ich ihm diesen Zettel mit deiner Stunde Arbeit und er gibt mir den Kasten Bier. Jetzt ist er im Anspruch deiner Stunde Arbeit und hiermit ist der Zettel zu Geld geworden. So ungefähr funktioniert das Geldsystem mit einem Unterschied. Ich habe vorher deinen Raum gestrichen, das heißt selbst eine Leistung dafür erbracht. Das unterscheidet uns von den Banken. Die brauchen keine Leistung bringen, die können das einfach so drucken über einen Buchungssatz. Das Geldsystem kollabiert nicht, weil es nicht mehr hält, sondern weil es die Ingenieure, die es selbst entworfen haben, vor Hunderten von Jahren jetzt selbst auch abschalten. Deshalb wollen sie die digitale Währung ja als Ersatz haben, weil sie wissen, dieses Geldsystem ist eine Massenvernichtungswaffe, eine finanzielle Massenvernichtungswaffe, die zur Umverteilung führt. Und sie hat ihre Schuld getan. Das heißt, das Geld selbst ist nicht das, worauf es den Reichen ankommt. Geld können sie sich ja selber drucken. Es geht um die Vermögen. Geld ist das Mittel, die Munition, mit der die Umverteilung des Vermögens funktioniert hat. Und jetzt ist das Ding umverteilt, weitgehend. Und jetzt wird der Sack zugemacht. Und jetzt darf das Volk natürlich nicht aufbegehren, weil immer mehr verstehen diesen Zusammenhang. Und jetzt kommen die anderen politischen Maßnahmen, um das Volk über große Ablenkungsmanöver, ganz speziell von dieser Thematik wegzuhalten, denn wenn Sie das verstehen, dann hätten wir eben die berühmte Revolution schon morgen früh, wie es, glaube ich, Rothschild mal gesagt hatte. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel
während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.